wünsche ich einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Live Trading zur US-Börseneröffnung. Und das natürlich wie immer mit Dirk Helger. Ich freue mich sehr, auch selber wieder mit dabei zu sein und natürlich, dass Sie heute live dabei sind und sich für das Webinar interessieren. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Wie immer schauen wir uns den Risikohinweis an, denn auch dieses Webinar dient nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt müssen Sie Ihre eigenen Entscheidungen treffen. Insbesondere heute, wenn Dirk vielleicht den einen oder anderen Trade macht. Und ansonsten dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. So, jetzt gebe ich erstmal weiter. Und dann holen wir YouTube dazu und dann geht's los. So, da sollten wir dann sein. Moment, kurz die Musik gestartet. Das war ein Fehler, so war das nicht gemeint. Aber hier sind wir. Also, hallo und herzlich willkommen. Live Trading mal wieder mit dem Nelson, unserem Stargast von FX Flat. Und der zweite Stargast ist dann der Dow Jones. Den versuchen wir hier zumindest irgendwie einzufangen. Ich hoffe, euch geht's gut. Freue mich über alle, die hier mit dabei sind. Ich weiß, jetzt sind wir auf Trader Pulse auch irgendwie live, hat aber keiner geschrieben. Falls ja, sage ich auch da hallo und herzlich willkommen in die Runde und natürlich zu GoToWebinar und bei YouTube ja sowieso. So, und wie immer haben wir den Nelson mit dabei. Ich hoffe, man kann ihn hören, wenn er gleich was sagt. Nelson, versuch's mal. Ja, ein Hallo an YouTube. Ich freue mich, dass ihr auch dabei seid und natürlich Trader Pulse auch da. Und ja, lass mal loslegen. Wir sind ja schon 2 Minuten zu spät. Jo, ach Gott, wir haben ja Zeit ohne Ende, ne? Von daher tut das ja alles nicht weh. So, ja, ne, es sind noch irgendwie 12 Minuten bis zur Markteröffnung. Bis dahin können wir uns eigentlich noch irgendwie zurücklehnen und noch einen kleinen Schluck Wasser aus dem kleinen Glas nehmen. Mir fällt direkt was auf. Ich sehe Was Nelson denn? nicht. Doch, der ist aber, der steht zu weit links. Der würde dann vor der weißen Wand stehen und das sähe komisch aus. Und den muss ich müsste jetzt dann aber aufstehen. Aber ich bin verkabelt und von daher, das geht wahrscheinlich nicht gut. Aber du hast natürlich absolut recht. Pass auf. Warte, wir beheben das sofort. Einen Moment. So können wir nicht arbeiten sonst. Muss der nur hier stehen bleiben, ohne wegzurutschen. Aber ich versuche den hier in die Ecke zu drapieren. So, Moment. Es muss ja alles eine Richtigkeit haben. Es hat ja Ja. durchaus recht. Jetzt muss ich da nur gleich an der Kamera irgendwie rumschrauben. Also man sieht mich ja gleich. So. Jetzt gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. So, da ist der Nelson. Siehst du Ja, ihn? So, jetzt siehst du du aber. kannst ja nicht mit der Tradition brechen, ey. Mein Bild angezerrt, naja, so ein bisschen eng, aber er kommt noch. So, da hinten ist der Nelson. Also für Sehr, die, die es sehr nicht gut. kennen, das ist der Nelson, das ist die gelbe Quietscheente. Die hat hier Tradition, die macht die Webinare schon länger als wir. So. Genau. Maskottchen, ja, ne? Ohne geht ja natürlich nicht. So, gut, also genug geplänkelt, aber wie gesagt, wir haben noch Zeit. Ne? Es brennt halt einfach nichts an. Setz mich mal gemütlich hin. Es brennt ja irgendwie nichts an und von daher muss man sich da auch irgendwie nicht irgendwie verzetteln und verhaspeln. Man kann dir kaum hören, sagt da jemand. Ist das so? Ich drehe mich mal hier auf volle Lautstärke, aber eigentlich sollte das irgendwie laut genug sein. Außer vielleicht gerade vorhin, wo ich dann irgendwie weg gewesen bin. So, euch geht's gut. Hoffe ich zumindest. Ihr dürft wie immer in die Kommentare reinschreiben, was auch immer euch irgendwie einfällt. Natürlich am liebsten zum Markt oder eben zum Stereo Trader, der ja hier auch wie immer zum Einsatz kommen wird. Und gestern irgendwie auch noch jemand gemeint, irgendwie nachdem ich bei Discord irgendwie da halt auch irgendwie noch so ein Trade gepostet habe, gesagt, ja eigentlich, ne, da wo der Dow gestern Abend da so einen schönen Rutsch gemacht hat, irgendwie 200 Punkten runter, das konnte man so sauber trailen mit der Automatik vom Stereo Trader, habe ich auch gedacht, ja eigentlich müsste man die Sachen irgendwie wieder viel weiter in den Vordergrund rücken, das ist irgendwie alles so ein bisschen untergegangen in letzter Zeit und beziehungsweise, naja, ich habe es halt nie so mit Eigenwerbung. Und aber eigentlich ist das natürlich doof. So, hat der Dirk eine neue Kamera? Nö, nö, hat er nicht. Nö, nö. Nur irgendwie neuen Tisch, der jetzt irgendwie rauf und runter fährt. Ich habe ja eigentlich mir mal vorgenommen, die ganzen Live-Streamings bzw. Live-Tradings im Stehen zu machen, aber ich bin aktuell einfach zu müde. So, gut, dann gucken wir mal rüber auf den Markt. So, Risikohinweis hatten wir, ne? Also, das heißt, alles, was hier getan und gesagt wird, ist keine Empfehlung. Das ist nicht nur eine Floskel. Mir ist das immer wichtig. Trotzdem habe ich natürlich nichts dagegen, wenn ihr das, was ich sagt, mit in eure Überlegungen mit einfließen lasst und vielleicht dann damit eben auch eure
Setups irgendwie kombinieren könnt. So, Nelson, wenn irgendwas aufpoppt bei irgendwie GoToWebinar, sei so nett und wirf es mir gerne rein, greife ich dann auf, weil ich habe hier nur YouTube auf dem Schirm, weil einfach zu wenig Platz. So, und ich freue mich natürlich, ne, über Likes. Ganz klar, da bin ich auch immer viel zu wenig hinterher. Also, wenn ihr auf YouTube seid, lasst sehr gerne ein Like da. Und nachher, wenn der Minus-Trade dann da war, dann ist es zu spät für ein Like. Deswegen ist jetzt die Chance. Nein, ich weiß es ja natürlich nicht. Ne? So, werden dann natürlich gefragt, ja, gehen wir jetzt rauf oder runter? Ich frage euch mal, was macht der DAU zur Öffnung? Geht er rauf oder runter? Wie seht ihr das? Und von daher, ne, das ist ja die generelle Frage, die ich mir ja auch stellen muss. Ich freue mich, wenn man mich besser hören würde. Ich bin hier voller Lautstärke. Also ich kann es irgendwie gar nicht wirklich lauter machen, außer hier voll reindrehen. Nee, Und das ist zu von laut. daher, Also du bist bitte? gut zu hören. Auf GoToWebinar wird auch bestätigt, dass du sehr gut zu hören bist. Alles gut. Ja, also auf YouTube bin ich auch volle Lautstärke. Ne? Eigentlich geht da irgendwie nichts. Ja, also rauf, 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 schreiben alle. Ja, okay. Also, wir hätten hier eine Umfrage machen können, aber ich glaube, so ist erstmal auch okay. Gut, dann gucken wir uns mal den Markt an. Jetzt muss ich nur gucken. Ich bin hier technisch irgendwie ein bisschen anders, irgendwie als ich das eigentlich geplant habe, weil ich irgendwie hier alles in einem Chart beziehungsweise in einem MetaTrader kombinieren muss, weil irgendwie auf dem anderen konnte ich mich mit dem Konto nicht verbinden, warum auch immer. Und von daher müssen wir mal gucken. Also das heißt, ich habe hier nicht so viel Übersicht wie sonst, nicht so ganz, und aber wird schon irgendwie gehen. Also generell, Moment, das hier müsste aber funktionieren mit dem M15 da oben in der Ecke noch. Ja, ne, das funktioniert doch. Gut, also mein Ansatz von gestern Abend war ja eben der, dass wir halt hier einmal runtergehen. Und dann halt hier raufgehen. So, das heißt, ne, von dieser Bewegung aus kommt, das hat er jetzt tatsächlich auch irgendwie schon komplett gemacht. Ne? Also diese Bewegung, ich hoffe, man kann es erkennen. Ach, meine Taschenlampe geht mal wieder nicht. Ich hoffe, man kann es erkennen. Also gemeint war natürlich diese Bewegung hier. Ne? Klar. So, und die hat er halt gemacht. Und von daher ist das eigentlich schon mehr oder weniger halt eigentlich erledigt, ne? Das Ding. Und jetzt ist halt die Frage, beziehungsweise was heißt erledigt? Ne? Eigentlich ist diese Bewegung hier schon da, die ich halt hier haben wollte im H1, eben ausgehend davon, dass der Markt halt hier sich deutlich unten abgestützt hat, hier nochmal die Liquidität geholt hat und jetzt eigentlich dann bereit sein müsste, um dann halt eben nochmal nach oben zu attackieren. Was mich so ein bisschen jetzt dran stört, das ist so einfach. Ne? Also er tanzt hier irgendwie mit meinen Pfeilen hinterher. Also das heißt, ne, wenn man hier unten irgendwie long gegangen ist, bei 176 hat er jetzt 50 Punkte mitgenommen, hat man alles richtig gemacht. Ob das jetzt noch weiter funktioniert, steht natürlich nochmal auf dem anderen Blatt. Ne? Es gibt so ein paar Sachen, die mich stören. Also einmal stehen wir hier in einem ultralangen Außenstab, wie man halt sieht. Und das heißt, der kann natürlich auch gerne noch tiefer korrigiert werden. Das ist so das eine Ding. Und das andere ist, dass der DAU eben auch ganz gerne mal die Bewegungen vom DAX wiederholt. Also das heißt, wenn der DAX irgendwie morgens halt unterwegs war, mit irgendwie nach unten gedrückt, das haben wir heute Morgen im DAX ja gesehen, sah auch erstmal aus, als würde er raufgehen. Da hat er aber irgendwie dann gar keine Lust mehr dafür gehabt. Und da habe ich mir das Sentiment angeguckt und habe mir nur so gedacht, jo, alles klar, ne? Jetzt weißt du wieso, weil Sentiment bei über 50, also super long und ist gar nichts gegangen. Da habe ich erstmal geshortet heute Morgen, das war dann auch richtig und danach irgendwie wieder long versucht, aber dann kam nichts mehr. Mittlerweile sieht er ein bisschen anders aus, der DAX. Ne? Das heißt, der hat sich dann jetzt hier schon irgendwie ganz gut eingefunden. Das heißt, wie man hier sieht, der hat auch diese Bewegung gemacht, ne? Wie ich sie gestern Abend schon skizziert habe. Also generell ist das irgendwie alles im Plan? Und hier bis schön tief, das ist aber völlig okay, aber generell komplett wie gestern Abend irgendwie aufgezeigt. Und das heißt, es müsste eigentlich jetzt ein einfaches sein, das mit dem DAU auch zu machen. Das heißt, den DAU einfach nach oben zu schieben. Also zumindest mal, wenn der jetzt nicht noch irgendeine Schweinerei macht, so genau wie der DAX das gemacht hat, dann sollte das eigentlich funktionieren. Ne? Also von daher, wir haben jetzt noch irgendwie 5 Minuten. Könnte natürlich jetzt auch hier direkt irgendwie long gehen, aber ich warte jetzt mal kurz ab und vielleicht kriegen wir noch irgendwie eine Zugung nach unten und würde mir den natürlich am liebsten dann auch ein bisschen tiefer irgendwie einfangen. Ihr schreibt irgendwie auch gerade, Jim Knopf, ich würde mich da nicht vom DAX irritieren lassen. Ja, da hast du schon natürlich recht, ne? Aber das sind halt eben so die Beobachtungen, die man halt immer irgendwie ja dann doch macht, ne? Und das sieht. Ich weiß es nicht. Also ich sollte mich vielleicht nicht davon irritieren lassen, dass es viel zu einfach aussieht. Ne? Und manchmal ist es ja auch so. Weil generell, also ich meine, ich rede ja schon die ganze Zeit, hier ist er irgendwie schon 20 Punkte gestiegen in der Zeit, wo ich meine Skepsis äußere.
Und von daher, aber gut, ich will das ja nicht irgendwie um 5 vor halb irgendwie hier einen Trade irgendwie platzieren, wenn ich einen platziere, sondern möglichst dann halt mit der Eröffnung. Was man hier jetzt aber auch sieht, ist da oben, ne, von Volumen her, wir kommen hier in Richtung vom VWAP da oben hin im 15. Das sieht aber eigentlich alles recht gut aus. Das heißt, eigentlich müsste das funktionieren, so dass man halt mal überlegt, wie kommt man da jetzt rein? Kriegen wir überhaupt noch einen Rücksetzer? Ich gehe dazu mal rüber hier auf den M2, den ich hier auch vorbereitet habe. Was heißt vorbereitet habe, ne? Den ich hier auch auf habe, aber auch hier mit dem VPOC-Add-on vom Orkan. Und hier ist nicht vorbereitet, da unten fehlt ein Stück. So, jetzt sieht es besser aus. Und das heißt, ne, auch da, weil hier unten der Spike ist ja eben ohnehin schon genau da, wo ich ja eben den Anlauf halt haben wollte. So, das heißt, jetzt muss ich mal gucken, hier mit der Positionsgröße, ich muss es nicht irgendwie gleich übertreiben. Wird da halt mal irgendwie überschaubar reingehen, wobei das Konto hier ist ein bisschen größer als das Konto, was ich sonst habe. Und das heißt, ja, ich könnte auch hier, gehe ich mal davon aus, dass die Margin das mitmacht, weil da sind noch irgendwie ein paar Bitcoin-Positionen auf, aber halt durchaus mit irgendwie 20 Kontrakten hier handeln. Also habe ich aber jetzt nicht unbedingt vor, nur wenn es irgendwie sein muss, sagen wir es mal so, wäre das halt irgendwie so das Risk, was ich hier eingehen würde. Ne? Deswegen, aber Positionsgröße ist ja wie immer egal, es muss ja zu dem passen, was man irgendwie selber macht. So, und hier stehen wir jetzt, sehen wir halt auch am Vortagespoint of Control. Ne? Das zeigt ja hier eben auch das Add-on wiederum an vom Orkan. Würde man aber auch hier, weil der Future dahinter ist, tatsächlich aber jetzt auch so ebenfalls sehen. Aber hier ist es deutlich bisschen aufgeräumter, die ganze Geschichte. So, das heißt, ich würde jetzt halt versuchen, nach Möglichkeit irgendwie natürlich auf der Unterseite reinzukommen. Weiß aber nicht, ob er das macht oder nicht. Von daher, mal gucken, lassen wir uns mal überraschen. So, siehst du, jetzt haben wir nämlich noch irgendwie 2 Minuten, ne? Und jetzt habe ich nichts mehr zu erzählen. Oh, das glaube ich nicht. Außerdem gehen die 2 Minuten auch schnell vorbei. Jetzt können wir nur irgendwie Ja. warten. So, irgendwie. So, aber generell, ihr Ja. wollt alle rauf, ne? Außer Long Dong will Short. Das ist nicht, macht natürlich Ja. total Sinn, ne? Das passt vom Namen her. Also Long Dong will Ein die Short. Shorty habe ich auch hier bei GoToWebinar, aber sonst auch Long. Ja. 533, 390, Umkehr auf dem Schirm. Ja, man muss ja nicht irgendwie durch die Decke laufen mit dem Teil. Ne? Also wenn das überhaupt macht, hoppla, das war das Falsche. Und ja, ich bin es halt hier gewohnt, immer irgendwie umzuschalten. Moment mal, irgendwie. Immer irgendwie hier so mit der, muss die Finger von der Tastatur lassen, glaube ich. Dann könnte es auch funktionieren. So, hier die 360 da oben. Ne? Das sind 130 Punkte. Das wäre so das nächste Target. Ist eben auch ein Point of Control, der da halt von links irgendwie reinkommt. Und wir oben hätten wir noch ganz da oben irgendwo die Glatze, die ich da auch, glaube ich, eingezeichnet habe. Genau, ne? Aber 360 eigentlich für meine Begriffe machbar, ne? Zumindest mal irgendwie mit einem Versuch da oben. Ne? Wichtig wäre jetzt natürlich, dass er jetzt nicht irgendwie anfängt, hier auf der Unterseite irgendwie rumzustänkern, irgendwie bis 16 Uhr und dann halt eben erst drauf geht. Wir haben ja auch, glaube ich, noch ein paar News, die da reinkommen, ne? 15:45. Ja, aber das um Viertel vor, das ist eine finale Zahl, also eigentlich schon bekannt, sollte nichts Neues kommen, aber um 16 Uhr dann wieder ASM, Manufacturing PMI, und das Und könnte Calls, vielleicht oder? wieder. Stellenanzeige. Sind die nicht auch heute? Ja, auch um 16 Uhr. Ja, ne? Okay. So, dann gucken wir mal. Also, springen wir hier direkt rein oder nicht? So, Gap. Okay. Machen wir direkt mal. Direkt mit hier. Also, mal gucken, ob wir den Impuls nach oben da halt irgendwie kriegen. Warum steht jetzt hier 1900 Euro? Muss mir das jetzt irgendwie Sorgen machen? Irgendwas stimmt hier nicht. Da steht irgendwie 1700 Euro. Keine Ahnung, was ich da jetzt gedrückt habe. Ich fürchte, hier ist irgendwas falsch eingestellt. Das habe ich tatsächlich irgendwie. Moment. Das finde ich natürlich gerade irgendwie nicht so gut. Ich meine, ich finde den Betrag hier total super, ja. Aber ich weiß gerade nicht, wo der herkommt, weil ich habe sonst eigentlich, soweit ich weiß, nichts auf. Wie gesagt, ich bin hier anders connected als sonst. Von daher hätte man da oben eigentlich auch direkt irgendwie rausgehen können. Also ich würde das hier übrigens, ne, um das nur dann eben auch zu erklären, ich würde das dann ja auch skalieren. Ne? So, das heißt, ne, hier unten wäre eben das Low, das ich ja sowieso gerne gehabt hätte.
Aber ich glaube, ich muss hier irgendwie kurz auf Pause drücken, weil hier stimmt was nicht. Hier stimmt was nicht. Irgendwas ist hier faul mit meinem Setup. Das ist irgendwie nicht gut. Ja, vorhin noch gemeint, ne? Ich bin hier irgendwie ein bisschen technisch ein bisschen anders aufgestellt. Und weil ich halt hier auf einem anderen Konto handle, beziehungsweise auch nicht mit dem, wo ich normalerweise handle. Und deswegen ist es halt hier irgendwie möglicherweise, könnte es sein, dass ich hier jetzt irgendwie ein paar Probleme halt irgendwie habe, kriege, wie auch immer. Aber warum steht hier jetzt irgendwie 1.400 € plus? Ich verstehe es nicht. Ja, ich gucke mir den jetzt mal irgendwie gerade kurz an. Ich war jetzt hier so verwirrt irgendwie durch die Anzeige hier, dass ich gar nicht mehr reagiert habe. Ich finde es aber trotzdem, ich glaube nicht, dass es so wahnsinnig falsch ist, ne? Ehrlich gesagt, das zu skalieren. Also deswegen hier oben direkt raus wäre irgendwie gut gewesen, aber halt eben auf der Unterseite nochmal irgendwie stänkern ist auch okay, ne? Also das habe ich ja beides auf dem Schirm gehabt. Deswegen habe ich ja gesagt, irgendwie dann halt skalieren ist für meine Begriffe irgendwie schon in dem Fall ganz in Ordnung. Aber gib mir bitte mal kurz eine Minute, ich muss mal rausfinden, was hier los ist mit der Technik. Sorry dafür. Nelson, ne? Ist okay. Ja, natürlich. Schau es dir an Ja. und ich behalte mal hier die Kommentare im Auge, wenn irgendwas sein sollte, aber man kann dich ja immer noch hören. Ich guck mal, ob hier irgendwas Akutes zu beantworten ist. Welches Ziel bei Long wurde hier gefragt? Sonst Bell ist short, schreibt jemand. Position verkleinern. Jim sagt, dass Apple short ist. Schreit schon rein. Ansonsten aktuell nach der Eröffnung S&P, Dow Jones, US-Tech, DAX, alles negativ. Aktuell Short, wie gesagt, seit der Eröffnung jetzt um halb. Gold steigt, WTI steigt, Euro, US-Dollar, ja, bewegt sich jetzt nicht so viel seit der Eröffnung. Und Bitcoin auch leicht Short. Hat sonst jemand schon einen Trade abgeschlossen, ob positiv oder negativ, direkt mit der Eröffnung? Ja, sorry, ihr habt es ja mitgekriegt. Ich muss hier irgendwie gerade mal ein paar Sachen irgendwie neu starten. Also ich habe hier irgendwie gerade zwar, warum auch immer, 1600 plus auf der Uhr gehabt, aber ich weiß nicht wieso. Von daher muss ich jetzt erstmal testen, ob das jetzt wirklich so klappt dann auch, bevor jetzt hier noch mal irgendwie, bevor ich jetzt nochmal einen Trade aufmache, ist natürlich blöd, ne? Das ist natürlich irgendwie uncool, gar keine Frage. So, ich mache hier gerade mal einen Test-Trade auf der anderen Seite. Also sorry, ne, das kann ich jetzt so auch noch nicht. Aber okay, ne, shit happens. Das passiert und gehört einfach dazu. Ne? So, aber generell, ich gehe zumindest mal hier auf das andere Bild nochmal. Also sorry, ne. Ist mir so noch nicht passiert. Ich weiß nicht, woran das lag, aber ich kann nur vermuten, dass ich da halt irgendwo an anderer Stelle auf einem anderen Server noch irgendwie aufgehabt habe und die haben sich da halt irgendwie, sind sich wahrscheinlich da irgendwie in die Quere gekommen. So, aber macht ja nichts. Also,
Ich habe jetzt hier den Trade auf der Unterseite einfach nochmal aufgemacht. Hast du noch das Bild groß? Ja, klar. Ich wollte jetzt hier nur gucken, ob das alles passt, ne? So, ich habe das jetzt hier nochmal aufgemacht. Vielleicht ein bisschen früh, aber okay, ne? So, das heißt, ich jetzt hier erstmal auch wieder mit einer Viertelposition quasi. Und aber gucken wir uns mal hier den hier an, ne? Also ich finde das okay, ne? Generell, was ich nicht okay oder was heißt, was ich ja vorhin vermutet oder befürchtet habe, ne, ist diese lange Aufwärtsbewegung, die wir hier halt stehen haben, ne, dass der natürlich dann auch massiv Platz hat, eben halt nach unten zu gehen. Und hier sehen wir es dann tatsächlich auch, ne, was ich gemeint habe, eben mit dem DAX, ne, so irgendwie nicht, dass der Dow irgendwie genauso eine Nummer macht, wie der DAX sie halt eben abgezogen hat. Und tatsächlich sieht es ja irgendwie gerade danach aus, ne, also erstmal auf der Unterseite irgendwie stänkern und dann halt mal gucken, wie das dann jetzt weitergeht. So, ich will jetzt aber auch hier nicht irgendwie endlos dagegen halten. Trotzdem, aber generell finde ich es völlig plausibel, dass wir erstmal uns auf der Unterseite erstmal austoben und dann hoffentlich gleich wieder zurückziehen. Ne? Nämlich also wenn hier jetzt kein neues Hoch irgendwie, beziehungsweise kein neues Low hier kommt, der sich hier zurückzieht, eben in das Framing möglichst hoch, möglichst auch nochmal in Richtung von der Eröffnung und dann natürlich am liebsten irgendwie bis 16 Uhr oben raus, auch wenn es momentan erstmal so gar nicht danach aussieht, ne? Das ist keine Frage. So, deswegen halt auch bitte nicht nachmachen, ne? Und vor allen Dingen auch nicht von der Positionsgröße nachmachen, weil mein Konto ist mein Konto, euer Konto ist euer Konto, ne? Das heißt, ich könnte hier, wie gesagt, mit 20 Kontrakten dagegen halten, müsste eigentlich die Margin, trotz dass das Konto halt anderweitig hier im Betrieb ist, hergeben. Und bin grundsätzlich fein damit, dass wir auf der Unterseite korrigieren. Ich würde aber trotzdem, ne, weil ich jetzt hier einen relativ großen Stop habe. Ich würde aber trotzdem hier jetzt nicht übertreiben, sondern wird dann auch irgendwann da unten anfangen, wieder auszuskalieren und dann halt lieber irgendwie ein bisschen tiefer nochmal einsammeln, eben halt um dann halt eben zu versuchen, dann halt eben mit 16 Uhr dann da oben rauszukommen. Ne? Also, mal gucken, wie das irgendwie gleich aussieht. Und ob wir diese Bewegung dann halt noch bekommen. Ja, mit dem technischen Defekt ist echt so ein bisschen, es geht mir so ein bisschen auf den Keks gerade. Also vor allen Dingen der Ansatz, also wir bauen hier schon so ein bisschen irgendwie Schwäche an, ne, wie ich finde. Also irgendwie hier die 40.000 jetzt gerade mal von oben wieder. Mit Schwäche meine ich halt eben das, was man gerade gesehen hat im M1, dass er halt so ein bisschen runterdrückt. Aber so generell, ne, hier dieser ganze Block, ne, also vor allen Dingen auch hier die 40.000, da habe ich ja gestern schon gemeint, ich glaube nicht, dass wir so ohne weiteres da unten durchfallen. Und wir haben hier halt auch eine heftige Gegenbewegung gehabt, ne? Und ich baue auf die, die das Ding hier nach oben gezogen haben, dass die halt eben jetzt nicht eingeschlafen sind und uns dann hier auch gleich wieder Gesellschaft leisten und wir dann auch genauso nochmal raufziehen, wie wir das gestern eben auch schon gemacht haben, zu späterer Stunde. Ne? Das würde dann aber bedeuten, dass der Markt dann halt eben auch wieder gewaltige Stück jetzt irgendwie dann auch zurück muss. Ne? Ich meine, noch ist okay, ist noch nicht viel passiert. Erstmal so der erste Schluck auf 15:30 und mal sehen, wie weit wir da jetzt wieder zurückkommen. Ob wir halt wirklich das Ding rückabgewickelt kriegen, was natürlich nice wäre, aber ne, kann natürlich jetzt auch irgendwie nicht drauf irgendwie, wie soll ich sagen, ja, wetten schon, ne? Aber halt, man kann es nicht mit Bestimmtheit natürlich sagen. So, wir ziehen jetzt erstmal nochmal zurück, wie man sieht. Ich lasse den hier mal ein bisschen machen. Auf Und GoToWebinar ist nochmal die Frage, ob du vielleicht kurz wiederholen kannst, den Grund für Long hat der nicht ganz verstanden, der Teilnehmer. ja, den habe ich eigentlich, lass mich mal hier kurz, ich wollte mich hier eigentlich da oben mit einer raus, beziehungsweise ja, könnten eigentlich schon irgendwie, ja, mal gucken. Der Grund für Long ist halt eben, ja, dass wir halt gestern Abend ja schon mal da unten die Käufer gesehen haben, ne? Und jetzt, ich zeige das gleich nochmal im H1. Ich wollte nämlich eigentlich hier nur erst noch bis an die Oberseite und dort ein Stück rausnehmen. Deswegen, das immer alles gleichzeitig mal ist nicht so easy peasy. Aber lass mich jetzt mal irgendwie, gib mir gerade mal 2 Minuten. Also der Plan ist jetzt eben, was heißt der Plan? Ne? Also die Idee ist jetzt, dass halt hier jetzt die Liquidität so ein bisschen verloren geht, dass wir nochmal zurücklaufen, irgendwie Richtung Value Area da oben hin und dann halt uns angucken, ob das halt wirklich ernst gemeint ist, dass wir jetzt irgendwie darunter drücken wollen. Ne? Also generell haben wir hier in diesem Segment heftig Käufer gehabt gestern Abend. Und ich gehe halt eben, ich baue darauf, dass wir die eben nochmal sehen und der Markt halt jetzt hier auch nochmal genauso eine Reaktion
eben bekommt, wie wir sie gestern halt eben auch gehabt haben. Das würde dann bedeuten, ne, dass wir jetzt dann halt relativ zügig vor 15:45 Uhr einmal raufschnippen müssten. Was auch immer dann da oben passiert, steht dann auf dem anderen Blatt. Aber generell, zumindest mal sieht man ja hier, es bremst sich gerade so ein bisschen hier aus, ne? Mal gucken, ob das jetzt irgendwie dann halt auch so bestätigt wird, weil oft ist der DAU ja irgendwie so auf die letzten Sekunden gerne irgendwie ein bisschen vehementer unterwegs. Und mal sehen, ob das jetzt so gelingt. Ist natürlich nicht ganz ohne, ist klar, ne? Also hier oben wäre die Value Area, das heißt, das wäre so die erste Anlaufstelle, sollte er jetzt irgendwie nach oben zucken, wo wir dann halt erstmal hin müssten. Und dann immer eben mit der Chance, dann dort auch wieder komplett reinzulaufen und dann eben auch wieder bis auf Kassa Anfang zu kommen. Mal gucken, ob das so jetzt gelingt. Sieht erstmal, finde ich, okay aus. Erstmal 20 wäre hier oben auch. Und dann auch hier Supertrend, Value Area Low. Und da darf man irgendwie, glaube ich, gerne mal hinlaufen. So, und 15:45 kommen die ersten News, ne? Die aber nicht so relevant sind, wie du ja auch gerade schon gesagt hast. So, jetzt zieh jetzt einmal da oben durch, bitte. Was? Ich habe den Nelson mitten im Satz abgewürgt eben. Ja, das ist nicht meine Absicht, Nelson. Das war nicht meine Absicht. Habe ich das getan? Hat mich gerade Surlia Rosi geschrieben. Also ist nichts Negatives irgendwie in Erinnerung geblieben. Ja, man möge es mir nachsehen, dass ich gerade irgendwie meinen Fokus woanders habe, nachdem vorhin hier das technische Problem war, sollte man und dann auch hier irgendwie noch ein bisschen was erzählen muss und auch noch versuchen muss, den Markt irgendwie erfolgreich zu handeln. Das sind halt schon so immer mal ein paar Herausforderungen dann irgendwie auf einmal, mit denen man halt hier irgendwie klarkommen muss. Wenn ich da mal irgendwie kurz nicht so aufmerksam bin, die soziale Richtung, wie ich das gerne wäre, darf man es bitte nicht persönlich nehmen. Ich glaube, der Nelson weiß das, dem muss ich das nicht erzählen. So, wir nehmen mal einen, nehmen wir den hier raus oder klemmen wir den einfach dahinter, klemmen wir dahinter. Okay, so, also das Ding liegt jetzt erstmal vorne. Ne? So, jetzt gucke ich mal über die Kommentare drüber. Dein Kai, was? Bärischer Kai wurde erkannt. Dein Kai kannst du dir sonst. Ey, Leute, seid nett zueinander. So, wunderschön wieder voll daneben gegriffen. Wer? Sunny? Nö, ne? Also ich meine, du siehst ja, was ich vorhabe, ne? Und wie das ja dann halt eben auch sich entwickeln soll, die ganze Nummer. Ich meine, fairerweise natürlich, ne? Ist es natürlich so, dass halt, das vorhin halt eben, ne, durch den ersten, der war natürlich falsch. Und das ist schon klar, ne? Und den konnte ich halt nicht mehr irgendwie ganz zu Ende bringen. So, also hier oben dann, wie erwartet, war das eine gute Idee, dort oben erstmal einen Teil auch rauszunehmen. Weil ob jetzt der Re-Entry gelingt hier in die Value Area, steht ja auf dem anderen Blatt. Wenn aber, dann wäre natürlich erstmal da oben ein Exit dann zu suchen. Also das heißt bei der 42.200, wobei der gerade hier so ein bisschen aussieht, als würde er nochmal irgendwie nach unten drücken wollen. Mal gucken, ob da jetzt ein Impuls kommt. Irgendwie mit 15:45. Hoffentlich kein Gap. Das wäre natürlich blöd mit der Position. Mal gucken, ob es dabei bleibt. Ich meine, sind erstmal gut drin. Also man hätte natürlich, wie immer, ne, ist immer die Frage, was will man machen? Will man irgendwie ein paar Punkte scalpen, dann ist natürlich da oben der Exit, ne? Oder will man halt eben das Ding, das wird wahrscheinlich nichts so, wie es aussieht, ne? Nach oben mit dem H1 rausziehen. Und da muss man halt einfach muss man ein paar Mal mehr ansetzen. Das ist halt irgendwie auch klar, ne? Dann wäre natürlich wesentlich mehr dabei rausgekommen, wenn man da oben direkt rausgegangen wäre. Aber wie gesagt, meine Idee war ja, dass ich halt eben mit dem H1 es schaffe, da oben rauszugehen. Mal gucken, ob das gelingt. So, jetzt hier 1-Minuten-Chart. Bei News, wie ich finde, immer auch richtig. Wenn er halt eben, wenn die ATR groß genug ist, ansonsten würde ich auf die 2 gehen, also die 2 Minuten.
So, aber momentan, ja, erstmal hier finde ich jetzt nichts irgendwie außergewöhnlich. Teilexit da oben hätte man größer machen können. Aber hier jetzt auch erstmal kein neues Low. Ich würde jetzt mal abwarten, ob wir hier nochmal rauskommen aus dem Kollegen hier und dann nochmal irgendwie mit ansetzen. Und auch nochmal Long natürlich. Wenn er das dann halt eben dann auch so macht, ne? Gerade mal hier einen kurzen Blick auf den DAX, über den ihr ja auch redet. Ja. Falscher DAX. Okay, irgendwas ist hier komisch. Ach Mann, das tut mir natürlich leid. Aber hier passiert irgendwie gerade nicht so wahnsinnig viel. Hier ein Minigap. Hier ein ziemlich dicker Kandidat. Mal gucken, ob der echt ist. Dann müsste es hier unten halten vom Volumen. Und dann könnten wir auch eben von hier ohne neues Low uns wieder aufwärts bewegen. Okay, versuche ich mal. Auch nochmal irgendwie mit zwei Positionen. Den können wir natürlich auch ganz knapp machen, ne? Und dann sagen, okay, falls er tiefer geht, dann warte ich lieber ab und setze den Stop hier hin. Ne? Das ist hier vielleicht, glaube ich, nicht so doof. Also der Grund war jetzt hier diese Order, die wir da gesehen haben, hier unten und dann halt hier mit einem kleinen Gap. Das heißt, Liquidität wurde dann da unten geholt. Also beziehungsweise die Order war wohl scheinbar echt, so wie es aussieht. So, ich versuche den jetzt mal irgendwie laufen zu lassen und gucken, ob wir hier oben drüber kommen nochmal über das Framing im H1. Dann auch am liebsten mit zwei Positionen und eine hier nochmal direkt raus. Ah, da liegt ein, da habt ihr es gesehen. Hier liegt ein ziemlich dicker Short-Kandidat. Da sollte ich mich allerdings dann, na egal. Ich wollte gerade sagen, einen Punkt drüber stellen und nicht irgendwie drunter oder dran. Aber okay. Aber okay. So, jetzt hoffen wir, dass Also, den wir auf der Unterseite da als Freund hatten, dass der jetzt ein besseres Budget hat als der da oben gegen uns stand. Ja, der Phil war natürlich richtig Mist. Ich wollte die gerade zurechtschieben nach oben und war jetzt eindeutig zu langsam. Ganz eindeutig zu langsam. So, na, hier sieht man, jetzt das Volumen konzentriert sich jetzt hier leider auch auf der Stelle. Das könnte natürlich irgendwie, naja, vieles bedeuten. Aber okay, sieht erstmal soweit okay aus. So, jetzt einmal Stich da oben raus. Am liebsten. Und dann eben nochmal Richtung Value Area, die dann jetzt ja ein bisschen runtergerutscht ist. Aktuelle Risk-Off kommt auch aufgrund der Nachrichten, die jetzt schon seit ein paar Minuten reinkommen. Israel, Libanon und jetzt gibt es neue Meldungen, dass Iran wohl auch einen Angriff jetzt vorbereitet, bestätigt von den USA. Oh, Ja, schön, dass also wir wir sehen. in dem Umfeld hier Live-Trading machen. Das ist natürlich Mist, ein Genau, bisschen, wir ne? sehen es ja auch hier an den aktuellen Märkten auch Öl. Steigt natürlich jetzt extrem. Ja, ich weiß nicht, ob ich das. Also ich meine, ich bin ja immer irgendwie ein Freund irgendwie von Charts machen News, ne? Aber gemeint sind natürlich eher die Wirtschaftsnews und nicht unbedingt dann irgendwie irgendwelche kriegspolitischen Blödsinnsentscheidungen, ne? Das ist halt irgendwie auch klar. So. Das heißt, ich würde den hier jetzt relativ schnell absichern. Will den jetzt nicht irgendwie direkt ganz aufgeben, aber relativ schnell absichern, wenn wir jetzt einmal da oben durchstoßen sollten. Aber es sieht jetzt halt hier leider Gottes genau nach Range aus, ne? Da oben, wo eben dieser dicke Short-Kandidat beziehungsweise diese große Sell-Order gelegen hat, das war hier. Dort war der große Sell und hier unten war der große Buy, ne?
So, und die kriegen sich hier gerade, beziehungsweise spielen hier Ping-Pong, so wie es aussieht. Und mal gucken, wer jetzt dann halt eben das Rennen macht. Und ich natürlich mittendrin, das ist ja klar. So, aber dann nochmal irgendwie das Orderbuch im Auge behalten. Vorhin hat man es ja ganz gut gesehen. Und gucken, ob da nochmal dann irgendwie gleich was zu sehen ist oder nicht. Ne, momentan, also hier zumindest mal im kleinen Timeframe ist es irgendwie recht unentschieden, die ganze Nummer. Und im größeren sowieso, der ist ja halt, ich meine, H1, das Bild ist ja unverändert, eben das von eben, da ist halt gar nichts fertig. Und das kann natürlich alles möglich werden, beziehungsweise am liebsten natürlich irgendwie, oder ich, ne, aber das ist jetzt die Frage, wie relevant ist das dann noch, ne, irgendwie das von gestern Abend, wenn wir jetzt halt hier so ein politisches Newsumfeld haben. Spielt uns das noch irgendwie vernünftig hier in die Karten, die Käufer von gestern Abend, oder haben die irgendwie, haben die auch gesagt, nö, wir warten mal irgendwie, was da jetzt kommt. Aber eigentlich bin ich da nicht so ein Freund davon, so viel nachzudenken, sondern eher immer zu gucken. Aber auch hier im Kleinen sehe ich jetzt momentan halt leider nicht viel, außer, ne, hier unten eben die Käufer, da oben die Verkäufer. Und mehr halt noch nicht, ne? So, und einer muss halt eben aufgeben. Und ich hoffe, es sind halt eben die Verkäufer, die jetzt hier irgendwie die Grätsche machen und nicht die Käufer. Und dass die Käufer sich hier durchsetzen können. Also hier oben jetzt nochmal, irgendwie will ich nochmal ein Auge drauf halten, ob sich da oben irgendwas zeigt, von wegen irgendwie größerer Short Order oder nicht. Erstmal nicht. Hier so ein ziemlich heftiger Block. Aber auch schon wieder hier in der letzten Sekunde irgendwie runtergedrückt. Aber der Dow versucht es ja auch irgendwie gerne drei, viermal. Das heißt ja auch, dass eben hier auch zumindest mal ein bisschen Liquidität zu holen ist. Ne? Mal sehen. Also hier im 15 sieht man ja da oben, ne? Den würde ich zumindest mal irgendwie gerne auf Anfang sehen, also das heißt, ne, oben die Value Area eben, ne, jetzt sehen wir es ja hier genau das, ja, also da oben, komm, schnapp mir die, gehe ich manuell raus. So, also nochmal irgendwie hier den Anlauf gestartet. So, mal sehen, ob wir das jetzt irgendwie zurückgezogen kriegen im H1. Ne? Hier H1. Also das ist ja generell die Idee, dass wir hier dieses Framing haben, was eben verteidigt werden sollte. Und damit müsst ihr eigentlich ganz hier raufziehen, auf die 210. Also jetzt nochmal irgendwie 100 Punkte nach oben. Könnt ihr ja durchaus machen. Ne? So, okay. So, erster Teil Nachrichten positiv. Ja. So, aber ich habe ja gesagt, ich würde auch den, ne, direkt nochmal irgendwie hier relativ zeitig absichern, weil hier, ne, mit dem politischen Umfeld da gerade, das muss irgendwie nicht sein, ne, dass ich da mich unnötigem Risiko aussetze. Würde auch die Position jetzt nicht vergrößern, ne, sondern würde die jetzt erstmal so lassen und dann gucken wir, dass wir da oben rauskommen. Naja, zumindest mal mit den zwei Entries, die ich jetzt hier geliefert habe, habe ich ja, glaube ich, irgendwie meinen Technikmist da vom Anfang ja wieder dann auch irgendwie gut gemacht, hoffe ich doch zumindest. Und dass die und die Überlegungen, dass die halt soweit ja dann auch nachvollziehbar sind. Oder? Wie seht ihr das? Also, sorry, ich war hier gerade so ein bisschen fokussiert, so ein bisschen gestresst. Ihr habt es gemerkt, ne? Aber es ist halt eben live und live geht halt auch leider mal was schief. Und deswegen, man sehe es mir nach, dass ich da gerade irgendwie nicht so fluffig mit meinen Antworten und allem da unterwegs und dabei bin, sondern mich hier oder hier die Technik ein bisschen genauer im Auge habe. Jetzt erstmal. So, also generell, ne, man sieht, ne, also irgendwie hier rauf gebrettert, irgendwie knallt nochmal 50 Punkte runter. Also die Volatilität ist schon irgendwie beachtlich. Und es ist halt wirklich die Frage, ne, was setze ich jetzt hier durch? Also wir stehen jetzt hier nochmal in dieser Range von vorhin, ne, und deswegen kann es auch gut sein, dass wir eben nochmal irgendwie runterkippen. Von daher war zumindest die Entscheidung hier, den früh abzusichern, jetzt erstmal gut. Also, weil ich es natürlich nicht weiß, ne, ob der jetzt darauf zieht oder nicht. Ich fände es halt immer noch irgendwie legitim, da oben jetzt von hier 150 Punkte aus dem Stand nach oben zu knallen.
Eben wegen den Käufern, die ja gestern auch gewesen sind. Und ne, ich weiß aber nicht, inwieweit die sich jetzt irgendwie irritieren lassen von dem politischen Umfeld oder nicht. Und deswegen baue ich ja auch immer noch darauf, dass wir eine größere Bewegung kriegen und hier jetzt nicht irgendwie hier unten in der Range verenden bis 16 Uhr. Es kann aber trotzdem sein. Ne? Und das ist halt klar. Deswegen sage ich ja halt auch immer, man muss sich irgendwie vorher überlegen, was man halt eigentlich vorhat mit so einem Trade. Will man nur ein bisschen scalpen? Dann, was im Zweifelsfall ja ohnehin immer die bessere Variante ist. Oder, also meistens, ne, wenn man halt irgendwie da diszipliniert und schnell ist beim Scalpen, dann ist das mit Sicherheit eine gute Geschichte. Oder will man halt irgendwie die Auflösung oder beziehungsweise den Impuls von einer Stunde irgendwie zum Beispiel oder von einem ganzen Tag dann halt irgendwie mitnehmen. Und dann muss man halt eben, oder dann arbeitet man besser halt logischerweise mit Teilauflösungen und eben Geduld, ne? Und auch mit irgendwie zwei, drei Entries, und hat aber dann nachher dann natürlich das bessere oder den höheren Return, ne? Aber auch mehr Aufwand, das ist halt auch klar, ne? So, aber generell, ich finde immer noch, das sieht irgendwie nicht falsch aus. Wir haben ja noch 3 Minuten, und so wie der hier unterwegs ist, kann er das easy schaffen, irgendwie 3 Minuten einmal darauf zu laufen, ne? Irgendwo in dem Bereich von der 200. Mal gucken. Aber mit Trading ist hier momentan noch nichts. Das habe ich am Anfang irgendwie auch angesprochen. Also hier systematisches Trading. Also gestern war das zum Beispiel halt hier einfach der Priax im 1-Minuten-Chart. Hat er das Ding irgendwie 200 Punkte gerockt. Aber würde hier jetzt wenig Sinn machen, weil der erste wäre jetzt ohnehin da, wo mein Stop hier steht. Und zwar ganz genau dort, wenn ich jetzt den Trail hier anschalten würde. Der macht halt Sinn, wenn wir so eine Struktur sehen. Und deswegen heißt das er dann ja Priax. Wenn wir so eine Struktur sehen, eine Squeeze-Struktur zum Beispiel im M1 oder M2, und dann kann man den hier einfach automatisch hinten dran tackern und dann läuft der hinterher. So, aber dazu müsste jetzt hier ein zweiter erstmal ein zweiter grüner oben dran kommen. So, jetzt zum Beispiel, ne? Das heißt, würde ich den jetzt einschalten, dann läuft der halt hier hinterher, ne? Also hier der Trailing Stop, das heißt, der schiebt sich jetzt, stellt sich automatisch dahinter, hinter diese grünen Kästen, blauen Kästen oder wie auch immer, die hier gerade gebaut werden, mit einem Abstand hier von 3 Punkten, ne? So, das heißt also, wenn wir diese Struktur nach oben fortgesetzt bekommen, ist das eine gute Idee. Wenn nicht, bringt das natürlich nichts. Ne? Das heißt, er müsste das jetzt hier schon mal irgendwie etablieren und dann jetzt hier mal irgendwie zügig raufziehen. Und damit das irgendwie was werden kann. Aber das sieht irgendwie gerade so ein bisschen verhalten alles noch aus. Aber okay, wir geben dem mal eine Chance. Weil ich das auch bei dir hier im Stream sehe, bezüglich des Oktobers. Heute kam auch eine Statistik raus, wenn mit Ende September Year to Date S&P über 20% im Plus ist, dann ist der Oktober zu 78% dann negativ. Jo. Nur was für die Statistik, Freunde. Ja, das finde ich. Ich finde auch statistische Ansätze immer gut. Also danke für den Hinweis, ne? Ist ja auch generell okay. Also ich meine, ich sag ja halt eben auch abends immer, ne, dass halt es geht ja beim Daytrading immer nur darum, irgendwie so eine Bewegung, irgendwie wenigstens eine sauber irgendwie mitzunehmen, ne? Und das ist ja immer der Ansatz. Und das kann natürlich irgendwie beide Richtungen halt sein. Aber klar, wenn man weiß, okay, der Oktober müsste jetzt statistisch eigentlich irgendwie nach unten laufen, dann kann man vielleicht dann vielleicht auch schon mal mehr das Augenmerk eben dann auf die Short-Richtung dann halt eben legen. So, wir kriegen hier News, das sehe ich schon am Orderbuch, ne? Das räumt sich gerade so komisch irgendwie selber weg. So, und gucken, lassen wir den jetzt drin? Ja, komm, wir lassen ihn drin. Erstmal ist ja der Impuls nach oben, aber H1 ist natürlich irgendwie rot. So. Orderbuch, okay, wir sind mal hier unten raus, passt aber. So, aber jetzt kriegen wir natürlich hier genau dieses Ding, was ich gerade gesagt habe. Also der Price war eigentlich falsch eingestellt, beziehungsweise der ist, ich gehe mal mit einer ganz kleinen Position hier nochmal mit, ich versuche das mal zu verdeutlichen. So, das heißt, der ist hier unten, wie man ja sieht, ne, der ist ja bis vor die Extension gelaufen. Wenn man den Price Trading Stop aber so einstellt, zum Beispiel mit einer Distanz von irgendwie minus 67. Und dann bedeutet das, jetzt will ich hier kein Minus. Und minus 67. So, und dann bedeutet das, dass der sich halt genau da unten dran setzen würde. Ich bin jetzt hier nur mit 2 Kontrakten drin. Also jetzt, komm, jetzt gib mir wenigstens einen nach oben raus.
damit ich das mal kurz demonstrieren kann. Also das jetzt hier wirklich nur Demo, ne? Demo-Trade. Also bitte nicht irgendwie, auf keinen Fall jetzt irgendwie reinspringen. Nur weil ich da gerade nochmal Long aufgemacht habe. Den habe ich jetzt nur wegen den Prags gemacht und wie man ja sieht, viel kleiner als eben. So, aber ich würde das mal kurz versuchen, wenn er dann irgendwie hier mitspielen will, mal versuchen zu demonstrieren. Wenn er dann irgendwie Bock hat. Ne? So, ist aber hier oben. Das sieht man jetzt hier nur im M2 nicht, aber ich sehe es da hinten am M15 ist an den VWAP dran gelaufen. Und da darf man auch mal reagieren als Markt, das ist schon okay. So, ne? Hier sehen wir es. So, aber ich will mal kurz zu wirklich versuchen, den hier zu demonstrieren. Wie gesagt, wenn er denn mitspielt, dafür müssen wir jetzt aber noch einmal hier oben raus. Aber es hat generell natürlich ein sauberer Anlaufpunkt, immer irgendwie, wenn das Volumen dünn wird. Dann erstmal halt an die quasi Volumenmitte, ne, also an den Volumendurchschnitt zu laufen. Nichts anderes ist der VWAP. Sorry. Aber generell ne, ist natürlich immer wieder beeindruckend, wie sauber halt dann doch so ein Framing dann halt scheinbar von den Algos ja dann beachtet wird. Also ich meine, diesen Trail, den Prax Trail, den gibt es schon irgendwie, keine Ahnung. Seit es den Stereotrader, glaube ich, irgendwie gibt. Ne? Und das sind also alles Beobachtungen, die sind jetzt irgendwie nicht neu und irgendwie nicht von gestern oder mit dem Add-on gekommen oder wie umgekehrt das Add-on, nicht das Prax Add-on, das gab es erst im Nachhinein. Also um das einfach ursprünglich nur, um das mal zu visualisieren, was der Trading Stop da eigentlich treibt, weil das halt eben Sachen sind, die sind mir schon irgendwie vor Jahren aufgefallen und deswegen habe ich diese Trading Stops passend dazu entwickelt. So, man braucht natürlich einen Markt, der mitspielt, klar. Jetzt erstmal sehen wir noch nicht viel Struktur hier. Was ich aber sehe, ist, dass der M1, obwohl der Algo, der da irgendwie gerade irgendwie auch aktiv ist, durchaus irgendwie da im Framing unterwegs ist. Sonst wäre er nicht irgendwie genau da unten irgendwie aufgesetzt, um dann halt eben wieder raufzulaufen. So, und wenn der jetzt halt eben hier oben weiterläuft und jetzt nochmal einen neuen oben dran setzt, dann könnten wir einen Squeeze kriegen, den man vielleicht auch irgendwie gut verfolgen kann. Also das würde ich jetzt mal noch versuchen. Da könnte man auch drüber nachdenken, die Position zu vergrößern, wenn er das jetzt irgendwie macht. Ja, wobei sich wahrscheinlich der eine oder andere auch fragt, so, warum immer long? Ne? Ja, weil ich erstmal nichts anderes erkennen kann, außer eben das Bild hier, dass wir halt eben im Framing hier sauber drinstehen. Sieht für meine Begriffe auch ganz ähnlich aus, wie das, was der DAX gemacht hat. Der hat nämlich auch erstmal die erste Stunde nach unten gemacht. Zwar nicht ganz so tief geschlossen, aber vom Prinzip her. Eigentlich auch genau das, ne? Von daher war der Einwand am Anfang gar nicht so wirklich falsch, ne? So, dass ich es irritierend finde, was der DAX da gemacht hat, weil der DAO es irgendwie ganz gerne ähnlich macht. Warum das so ist, weiß man nicht, aber vermutlich, weil er da halt irgendwie dann auch irgendwie ähnliche oder gleiche oder identische Händlergruppen da halt irgendwie am Start sind. Wir sehen auch jetzt hier zum Beispiel, ne, er kommt noch nicht aus dem Framing da raus, nach oben. Es gibt noch keinen irgendwie, das ist alles nur Gerausche jetzt hier im M1. Noch ist irgendwie nichts passiert und müsste natürlich dann irgendwie auch mal oben eins dran setzen, wenn das was werden soll. Ne? Und wenn es irgendwie doch wieder erwarten, irgendwie runterkommen sollte, dann ist es halt so. Aber noch ist die Struktur nicht da. Die Struktur ist dann da, wenn der M1 hier oben drüber schließt. Also dann, das wäre für mich dann auch irgendwie eine Bestätigung davon, dass wir jetzt dann auch einen Squeeze bekommen könnten, den man dann verfolgen kann. Müssen wir mal gucken, wie das jetzt aussieht. 14, 10 Sekunden haben wir noch. Mal gucken, wie das jetzt wird. Und so, schließt also, wie es aussieht, hier oben. Ja. Mal gucken, ob das jetzt noch was wird, also ein kleiner hat er oben dran gesetzt. Und ich will immer noch, genau wie vorhin auch, auf die 200 drauf. Ne? Das ist immer noch der kühne Plan. Könnte man natürlich überlegen, ob man den hier oben dann einfach auch mal verlängert, irgendwie kurz vorm Hoch. Ja, wie NYC Dirk hier schreibt, 0,1% am Ende des Oktobers ist auch negativ. Ne?
Ja, das ist halt immer das Ding, ne? Wie weit kann man oder wie viel ist da halt wirklich gemeint oder beziehungsweise was ist dann halt wirklich realistisch? Und inwieweit ist es dann halt eben praktikabel, ne? Wenn man jetzt irgendwie sagen würde, ja, der Monat oder beziehungsweise das wäre der zweite Teil von der Statistik, ne? Wenn man sagen würde, okay, der Monat Oktober, wenn das und das und so ist, irgendwie den Monaten davor, mit den Kriterien, wie der Nelson sie gerade benannt hat, wie viel Prozent ist dann der Oktober negativ, ne? Kann Weil ich von euch daher sagen, ist der einmal nicht. Bitte? durchschnittlich minus 3%, Median minus 2,5. Okay, also minus 2%. Ja, das war auch jetzt, ne? Das würde bedeuten, auf 42.000, 2%, 800 Punkte. Das ist ja irgendwie, ne, nicht der Rede wert, dann auf der anderen Seite wieder. Das macht er ja dann irgendwie auch an guten Tagen am Stück, ne? So, also wir kriegen hier keine Struktur, ne, so wie es aussieht. Schade, ich hätte es gerne gesehen. Oh, sorry, mein Hals. Aber das war jetzt eh nur eine Testposition. Ich hätte sie aber ausgebaut, wenn wir eben darüber gelaufen wären. Hat er aber nicht, ne? Sondern er ist jetzt hier unten eben rausgegangen. Wie wir sehen halt hier auch im M2 zum Beispiel, um jetzt mal eins höher zu gehen, dass wir da halt so ein bisschen gegenläufig sind, ne? Hier haben wir halt einfach die Struktur andersrum. Von daher da jetzt erstmal Haken dran. So, aber ich glaube, die beiden Entries da vorhin, die waren ja soweit wirklich recht ordentlich. Mit denen konnte man ja irgendwie leben und auch was anfangen. Und auch wenn es erstmal gar nicht so aussah, als würden die aufgehen, aber sind aber beide aufgegangen. Ne? Okay, so, ich gucke mal über die Kommentare drüber. Auf jeden Fall, ihr habt ganz viel geschrieben. Das finde ich natürlich schon mal super, super gut. Also, ne, zuerst runter, dann rauf. Okay, das war noch die Einschätzung. Ich fange halt, Long Ziel habe ich genannt, ne, die 200. Aber ne, hier würde ich jetzt auch erstmal abwarten, was das irgendwie wird. Weil jetzt hier irgendwie dran klemmen, jetzt weiter. Macht jetzt auch keinen Sinn mehr, weil man ja gerade gesehen hat, er hat gar keine Lust, eine Struktur da irgendwie oben aufzubauen. Und der erste war jetzt auch dann irgendwie nur so, also von dieser Minute eben, um die nochmal zu zeigen, für meine, nach meinem Dafürhalten, einfach nur einmal eine Übertreibung oben hin, an den VWAP hier oben, abgestützt hier unten im Framing, einen dran gesetzt, nicht gehalten, gebrochen. Das heißt, das Bild hier ist erstmal vom Tisch, ja. Von daher, da kann ich jetzt irgendwie nichts mehr drauf bauen. Und jetzt nur von der Vermutung ausgehend, dass wir eigentlich nochmal rauflaufen müssten, weil das war ja der Ansatz, dass wir rauflaufen müssten, weil hier gestern Abend massiv die Käufer gewesen sind. Ja, das hat natürlich auf der anderen Seite aber wiederum Platz, ne? Das heißt, da könnte jetzt nochmal irgendwie 80 Punkte fallen. Und den M1 nutzt man ja nicht für Entscheidungen, sondern halt für ein Entry. Und den sehe ich hier jetzt gerade absolut nicht. Auch wenn wir jetzt da nochmal drüber laufen würden, dann ist es erstmal nur seitwärts gewackelt, was der hier gerade veranstaltet. Ne? Hier unten waren die Käufer von eben, die ich hier markiert habe, wo die größere Long Order war. Kann sein, dass die jetzt nochmal irgendwie zuschlagen. Dann ist aber die Frage, kommen die weiter als bis da oben hin? Deswegen hier nicht handeln. Also ne, würde ich mir jetzt für mich selber halt sagen. Ne? Irgendwie lieber nichts machen, sondern mal abwarten, was da halt irgendwie noch kommt. Ne? So, der Einbruch ist Apple, okay, Apple und Microsoft geschuldet. Man soll sich auch mal die Aktien zum Index anschauen. Ja, klar, macht natürlich Sinn, ne? Absolut, ne? Das Ding ist ja halt immer nur, wir haben ja halt eben, oder das, was ja so ein bisschen spooky eigentlich ja generell an dem ganzen Markt ist, ne? Ist ja, dass halt, obwohl ja so ein Dow irgendwie aus 30 Einzelaktien halt besteht, dass halt trotzdem ja dann auch die Logik in sich funktioniert, die Handelslogik beziehungsweise halt Chartlogik und so weiter, genauso wie in den Einzelaktien auch. Ne? Aber grundsätzlich gebe ich dir recht. Ne? Nur das Ding ist, wo soll ich das alles hier hinpacken? Ne? Auch auf dem Schirm. Was man machen könnte, ist ja irgendwie mal hier ganz Apple hat kurz. aktuell eine Gewichtung von 3,5%. Also so, genau. Ne? Also so sieht das ganze Ding aus. So. Und das heißt, hier haben wir den DAO ja dann eben in der Mitte, beziehungsweise zweiter von links ist ja dann der DAO, ist natürlich jetzt erstmal alles rot. Also von daher ist es natürlich dann halt irgendwie auch jetzt nicht verwunderlich, dass der DAO jetzt gerade irgendwie so unterwegs ist. Und auch wenn hier die Gewichtung, glaube ich, von der Größe nicht ganz stimmt, ne, aber generell die Werte sollten schon stimmen. Also erstmal gerade alles auf rot. So. Aber mal gucken, ob sich das jetzt wirklich so dann hält. Ich bin ja immer eher ein Freund davon, ja dann eben doch aufs Bild zu gucken. Und das ist natürlich dann hier unten.
jetzt oben auch mal noch irgendwie gerade drin gelassen. Das ist dann natürlich hier unten, für mich ist immer entscheidend so, okay, wo hat einer gekauft, wo wird einer kaufen? Und das finde ich halt ja dann immer irgendwie ein bisschen spannender, weil das hier ist ja irgendwie, das ist ja zumindest mal eine Anzeige, ja, also beziehungsweise da zeigt es mir ja an, da gab es einen, der massiv zugeschlagen hat oder massiv aufgelöst hat oder mehrere oder wie auch immer. Und da gucke ich dann natürlich dann irgendwie lieber drauf, beziehungsweise was denn jetzt dort passiert bei der 930. Und würde dann eher sagen, okay, wenn ich unbedingt blind daran glauben will, dass das Ding raufgeht, dann gehe ich bei der 930 rein. Da habe ich aber auch ein überschaubares Risiko, dass nämlich dann halt eben ja auch hier unten endet oder spätestens bei den Lows hier, wo ich ja dann eben dann auch drauf bauen kann. Ne? So, dass die aber gar nicht mehr da sind, kann ich mir fast nicht vorstellen. Das heißt, auch wenn wir jetzt hier irgendwie durchgehen sollten durch die 915, dann werden wir wahrscheinlich aber dann so eine Bewegung sehen, die dann halt eben als Beispiel hier runterläuft. Von mir aus auch bis unter das Tief, hier, was wir auf der linken Seite haben, aber der wird relativ schnell dann wieder dahin zurücklaufen, um dann halt wirklich zu, was heißt, ich sage es immer gerne irgendwie lapidar so, um zu gucken, war das wirklich ernst gemeint? Nee, sondern weil ich eher halt glaube, dass die großen Händler auch nicht anders handeln, beziehungsweise die haben auch keine Lust, irgendwie Verlustpositionen abzustoßen, ja, und nutzen dann halt irgendwie die erste Schwäche dazu aus, zu averagen und dann halt hier oben rauszuspringen. Und das ist ja eben auch das Phänomen, was wir ganz oft sehen, wenn wir hier einen Support haben, wenn der verkauft wird und dann zurückläuft, dass ein Support zum Widerstand wird. Und das ist eben der Grund dafür, ne? Oder wahrscheinlich der Grund dafür, warum das dann so ist. Das heißt, hier irgendwie durch, wenn jetzt hier einer kommt mit Volumen und schießt das Ding hier runter, so, der hat ja auch keinen Bock, irgendwie dann halt für zu wenig Geld dauernd zu verkaufen, wird dann irgendwann mal kurz die Füße stillhalten, die Liquidität wird schwach werden. Der Käufer, der hier gesessen hat, der das Ding gekauft hat, nimmt die Chance hier unten, den Markt wieder zurückzutreiben, dahin, wo er hergekommen ist, löst dann hier auf, als Beispiel, um aus der Position rauszugehen, und dann halt eben zumindest eine Nullnummer zu haben. So, aber ne, guckt euch das an. Das war eine saubere Nummer. Hier die 932 grüne Linie. Hier, da hätte man blind jetzt auch dagegen halten können. Ne? So, ich habe es jetzt nur nicht gemacht, weil wir jetzt hier auch langsam zum Schluss kommen müssen. Aber generell, das ist ja, damit hat sich ja nur bestätigt, was ich gerade gesagt habe. Das hier ist ja eine Anzeige. Ja, die zeigt mir ja, wo einer gekauft hat. Und die kann ich ja nochmal handeln. Und das waren irgendwie gerade hier satte 70 Punkte, die er am Stück hier gemacht hat. Die hätte man natürlich ganz easy peasy hier mitnehmen können. Ne? Okay. So, zeigt mir aber zumindest, dass die Betrachtung jetzt nicht so falsch ist. Ne? Okay, also, dann gucke ich nochmal hier der Einbruch. Okay, jetzt Aktien hatten wir da oben. Der Turm der DAX baut abwärts. Beim Price hast du eine Toleranz von 4 eingestellt. Ja, so ein bisschen Toleranz, klar, ne? Kann man das schon machen. Also ich weiß jetzt nicht, ob die genau korrekt ist. Einen Punkt habe ich eigentlich immer drin. Macht aber eigentlich nicht so wahnsinnig viel Unterschied. Ne? Wobei hier sieht man es jetzt tatsächlich ja schon. Ne? Okay. Da hast du recht. Da hätte ich irgendwie vielleicht auch mal irgendwie drauf achten müssen. Ach ja, not my day, wie man sieht. So, glaubst du noch an Long? Ja, ne? Also ich meine, das hat sich ja auch, glaube ich, gerade beantwortet, ne? An der 932. Die Käufer sind also noch da, ne? Und der Jürgen schreibt gar nicht gut. China-Börsen diese Woche geschlossen, gar nicht gut. Okay. Nur mit dem Monitor hochkant. Ja, das wäre auch noch die Überlegenheit. Ja, okay. Volatilität ist gut, schreibt Starchaser. Man kann fast nichts falsch machen. Das stimmt eigentlich, ne? Das heißt, man hat einen sehr verzeihlichen Markt, der einen immer wieder irgendwie auch in eine Gegenrichtung dann halt irgendwie mitnimmt. Und von daher, ja, ne, trotzdem natürlich mit bisschen mit Vorsicht zu genießen, keine Frage. Volatilität ist kein Garant, ne, aber es ist macht es verzeihlicher. Ne. Auf der anderen Seite aber auch gefährlicher, wenn man halt irgendwie mit die Gewinne nicht schnell genug mitnimmt. Ne, weil da kann es genauso gut passieren, dass der Markt einem dann halt mal irgendwie mit 100 Punkten in die falsche Richtung irgendwie aus dem Feld bügelt. Ne? Das ist natürlich dann eben auch die andere Seite der Volatilität. Gut, okay, so, also die zwei am Schluss nochmal, die waren okay. Die beiden Trades hätte ich aber auch im Nachhinein betrachtet vielleicht irgendwie mehr mitnehmen können, aber okay, Entries waren gut, Exit war so lala. Die Beschreibung vom H1, glaube ich, die hat man jetzt irgendwie ganz gut auch verstanden, von daher. Ja,
Ne, bin ich wirklich zufrieden. Aber es ist okay. Ich glaube, es ist okay. Oder wie seht ihr das? Sagt mal eure ehrliche Meinung, wirklich. Weil ich weiß ja nicht, ob ich da auch immer das hier irgendwie abliefere, was ihr gerne sehen möchtet. Aber wirklich, haut einfach mal raus. Ich bin da nicht empfindlich, echt nicht. Also wenn ihr irgendwie sagt, ja, das war Kacke, weil, dann sagt mir das. Ja. Satoria, ich bin noch im Minus. Achso, okay, du bist also long gegangen, ne? Heinz fand's gut. Also ich meine, long gehen war ja generell nicht falsch, ne? Man muss halt eben nur bei einem Markt, der dann so unterwegs irgendwie ist, muss man halt ein bisschen schneller sein, ne? Werner, 54 Punkte plus. Ja, der erste Trade, ja. Der war halt, ja, irgendwie, keine Ahnung. Ich kann mich da echt nur nochmal entschuldigen, ne, für den ersten Trade. Ich war so perplex über die 1000 irgendwas Euro, die da halt gestanden haben, dass ich völlig, dass ich, ne, mein Gehirn hat dann gesagt, oh, brauchst erstmal gar nichts machen, du bist 1600 plus, alles nicht schlimm. Ich habe halt dann irgendwie mit der nächsten Synapse dann halt irgendwie kombiniert, okay, das ist wohl auf dem anderen, das ist nur eine Teilposition, macht erstmal nichts, hast Zeit. Und das ist natürlich blöd, ne? Und habe deswegen nicht reagiert, sonst hätte ich direkt reagiert. Also es tut mir echt leid, ne? Und ich muss ja dann eine Pause da einschieben, eben. Aber ich hätte sonst nicht so reagiert. Deswegen, das Satoria, guck es dir an, ne? Und kann ich halt nur sagen, triff da eine Entscheidung, so wie du dich irgendwie gut damit fühlst, ne? Generell, ich meine, wir sehen ja die Käufer, sie sind erstmal gerade wieder da, ne? Also die ziehen den Markt wieder von der 930 im Dow rauf. Ich sehe es ja hier aus dem Augenwinkel rauf, eben auf die 41.000, auf die 42.000, nochmal irgendwie die ganze Zeit dahin. Und wenn die sich durchsetzen, also wenn die 42.000 wieder gekauft wird, dann wird der wahrscheinlich sich nicht mehr als nächstes mit der 42.1 oder was auch immer begnügen, sondern wird er die 42.2 dann wahrscheinlich auch machen und mal Richtung Eröffnung laufen. Ne? Aber halt trotzdem, ne? Unten auf jeden Fall begrenzen und irgendwie nicht permanent verbilligen ist keine gute Idee. Lieber auch mal irgendwie im Verlust einen Teil auflösen. Man muss ja auch nicht ganz sein und dann halt irgendwie nochmal genau gucken. Aber und wenn die Position dir auf den Keks geht, dann weg damit. Ne? Sonst macht man sich da halt irgendwie nicht froh. So, Richie, okay. Ja, aber die Kritik mit dem ersten Trade ist berechtigt. Das ist einfach so. Gregor, gut. Michael plus 14. Aber du kannst nichts dafür. Doch, ich kann da schon was dafür. Also ich, nee, das ist ja niemand sonst schuld, außer ich. Ja, danke Andreas für das Feedback. Wir waren einfach zu long. Live-Traden nebenbei kommentieren. Ja, ist halt so, ne? Aber okay, auch das soll keine Ausrede sein. Ja. Also Lotom schreibt ja auch, wenn man von nicht planbaren Ereignissen am Anfang absieht, war das okay. Nachvollziehbar, ja. Ja, wie gesagt, ne? Na gut. Ist so. Nächstes Mal, irgendwie, ich weiß nicht warum. Ne? Ich habe wirklich vorhin irgendwie, bevor wir hier live gegangen sind, wollte ich mein Setup aufstellen, wie immer, habe nur gesehen, boah, irgendwie 15 Uhr. Ich kann mich in das Konto irgendwie nicht einloggen und ach komm, keine Experimente. Dann machst du es halt eben in dem anderen MetaTrader. Das geht schneller. Habe mich halt für die Variante entschieden. Keine Ahnung, warum die jetzt schief gegangen ist. Ich weiß es leider wirklich nicht genau. Ich muss der Sache nochmal auf den Grund gehen. Ich werde es noch rausfinden, aber. Ja, gut, okay. Also trotzdem, mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Danke für das Feedback. Wie gesagt, ne, echt Kritik ist, ich sag mal so, mit Kritik ist immer so das Ding. So, ich finde, man sollte sich Kritik immer anhören. Und wenn irgendwie Kritik, deswegen rufe ich auch immer wieder dazu auf. Das heißt ja auch nicht, dass ich irgendwie dann alles direkt eins zu eins übernehme und sage, oh, das war dumm, ne? Sondern klar argumentiere ich das, ne? Aber auch nur dann, wenn es Sinn macht. Aber wenn wir jetzt hier, seht ihr dann auch, wie ich da mit mir selber umgehe und sage dann halt so, irgendwie, klar war das meine Schuld. Ne? Niemand sonst gebe ich dafür die Schuld. Das ist einfach nicht der Punkt. Ne? Und da ist Kritik berechtigt. Und aber ich hinterfrage mich ja selber, oder ich bin ja, glaube ich, selbst mein größter Kritiker immer. Und deswegen, ihr müsst da nicht zurückhaltend sein. Gut, aber okay. Ja, 42.000, ne? Die wird halt eben, lass uns nochmal ganz kurz irgendwie einen Blick da drauf haben. Ich will noch, irgendwie nochmal reingucken, wie das da jetzt irgendwie sich darstellt, wie das aussieht, ne? Also man sieht ja hier, ne? Das wird ja die ganze Zeit immer wieder hier gekauft. Kommen von der 932 da oben. 15 sieht man jetzt da oben noch nicht so wahnsinnig viel, ne?
Das ist irgendwie alles noch rot. Das heißt, ne, klar, da ist der Impuls jetzt erstmal nach unten gerichtet. Das ist aber dann halt eben auch auf der anderen Seite dann auch maßgeblich. Ne? Das heißt, da müssen wir schon gucken, dass wir dieses Hoch dann nochmal sehen, was er eben bei den News dann gemacht hat. Ne? Deswegen halt genau hingucken, das kann dauern, es kann auch sein, dass es nicht aufgeht. Ne? Und wenn jetzt so ein Schlenker kommt, irgendwie, wie ich ihn hier eingezeichnet habe, muss man sich halt gut überlegen, ne? Ob man das halt, ob man das so mitnehmen will. Ne? Von daher, das ist nicht gewiss, dass er oben, dass er nochmal irgendwie direkt raufläuft. Es kann halt einfach langwierig und nervig werden. Das ist keine Frage. Ne? Aber hier, wie der Werner auch gerade irgendwie schreibt, im Scalping, ja, ne, grüne Linie, ja, das ist halt, ne, also hier die im Live-Chart gibt es halt solche Levels zum Beispiel. Und die ist natürlich nicht umsonst grün. Und die hat natürlich sauber gepunktet. Ne? Klar, wenn man halt irgendwie sich daran orientiert, und dann eben auch die Geduld mitbringt, solche Sachen halt abzuwarten. Und dann hat man natürlich dann halt in der Regel dann auch irgendwie die besseren Chancen. Ne? So, hier sieht man es jetzt wieder, ne? Zieht wieder dagegen, zieht wieder rauf. Also da ist schon irgendwie, die Käufer sind da, ne? Die hier gestern da gewesen sind, die sind da. Ob die jetzt nochmal bis da raufziehen, bis da oben hin, ich weiß es nicht. Ne? Deswegen, also wenn man long gegangen ist, irgendwie zu früh, wie ich eben auch, aber ich bin ja rausgegangen dann auch wiederum, muss man sich halt irgendwie das genau angucken. Gut, jetzt ziehen wir es aber hier nicht unnötig in die Länge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Lasst sehr gerne ein Like da, wie eben schon erwähnt. Abonniert gerne den Kanal. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns am Freitag nochmal. Ne? Da werde ich aber irgendwie, glaube ich, vorher genau drauf gucken, dass das hier alles passt mit dem Login von dem anderen Konto und nicht nochmal so eine Nummer hier kommt. Das wäre natürlich ein bisschen ärgerlich. Aber ne, Nelson, Freitag, NFPs, oder? Yes, Sir. Ja, gut. Da freue ich mich. Vielen Dank für das Webinar heute, Dirk. Und vielen Dank an alle. Ich sage einfach, schönen Feiertag am Donnerstag und wir sehen uns am Freitag. Genau. So sieht's aus. Dankeschön. Bis dahin. Ciao.